Und wieder gibt es bei der funktionalen Abhängigkeit mit der quadratischen Gleichung gleich am Anfang eine Aufgabe, wo man a und b berechnen muss. Man hat die beiden Punkte, die Geradengleichung ist schon gegeben, da muss man sich nicht mehr austoben. Und wie wir das schon kennen, wir setzen erstmal den ersten Punkt in diese Gleichung ein und dann den zweiten. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir sie ineinander überführen. Dieses Mal haben wir eine kleine Ausnahme, sonst war es immer recht leicht. Man konnte da hinten immer nach c auflösen, musste gar nichts tun. Hier müssen wir jetzt entweder nach a oder nach b auflösen. Ich habe jetzt zuerst mal das zusammengefasst und dann rübergebracht. Also 25a nach links mit minus 25a und 5b nach links. Oder nee, stimmt nicht. 5b habe ich stehen lassen. 2,75 habe ich rüber, weil ich will es nach b auflösen. Das habe ich beschlossen. Also 5b steht alleine, 2,75 ist rübergeschickt und 25a ist rübergeschickt. Dann kann ich das Ganze zusammenfassen. Und jetzt kommt etwas, was auch in der 6. Klasse eingeführt worden ist, aber bestimmt nicht mehr im Kopf ist. Wenn ich dividiere, muss ich die ganze Seite dividieren. Also wenn ich hier bei einer Äquivalenzumformung durch 5 teile, reicht es nicht, das hier mit durch 5 zu teilen, sondern ich muss auch das durch 5 teilen. Also kommt hier minus 0,75 minus 5a raus. Ganz wichtig, wenn ich zwei Terme oder zwei Zahlen mit einer Äquivalenzumformung dividiere, muss beides, die ganze linke Seite dividiert werden durch 5. Da steht bei vielen dann noch minus 25a da. Aufpassen, ist falsch. Wenn wir eben bei so einer Aufgabe nach b auflösen müssen, muss ich eben schauen, dass am Schluss alles durch 5 geteilt wird. So, und dieses b kann ich jetzt für dieses hier einsetzen. Ich habe das ein bisschen im Schnellverfahren gemacht. Ich habe hier gleich mal aus minus 2 zum Quadrat mal a 4a gemacht. Das minus 2 habe ich vorangestellt, minus 2 plus gibt ja minus 2. Und für das b schreibe ich dann das rein, minus 0,75 minus 5a. Hinten das da, das ist ja das c, das bleibt unberührt, das gibt es ja schon. Und jetzt wird zusammengefasst. Was ich machen muss, ist erstmal Klammern auflösen. Minus 2 mal minus 0,75 und minus 2 mal minus 5a. Also das mit dem und das mit dem aufpassen, ja, dass man die Klammer so auflöst, dass der Vorfaktor mit jedem Summanden in der Klammer multipliziert wird. Also steht hier 1,5 plus 10a, denn hier ist minus minus und hier ist minus minus. Wird beides mal ein Plus draus. Jetzt kann ich hier noch zusammenfassen und dann diese 4,25, 1,5 und 2,75 ergeben 4,25 mit minus 4,25 rüberbringen. Dann bleibt minus 3,5 hier stehen, weil diese 0,75 damit verrechnet ist. Und jetzt muss ich durch 14 teilen. Minus 3,5 durch 14 gibt minus 0,25. Dieses minus 0,25 kann ich in b oder hier einsetzen, um b zu berechnen. Und ich erhalte b gleich 0,5. Und das ist ja genau die Parabelgleichung, die wir hier rauskriegen sollten. Anschließend soll man das Ganze noch zeichnen. Ich habe das jetzt hier auf die Folie ein bisschen gestreckt, weil es sonst nicht mehr drauf gepasst hat. Ihr wisst es, wie es mit dem Taschenrechner geht. In eine grafische, in eine numerische Wertetabelle eingeben und dann die Punkte abzeichnen. Diese Graphen schneiden sich nicht, aber das macht doch nichts bei der folgenden Aufgabe. Hier habe ich es jetzt nochmal in groß gezeichnet. Bei mir ist der Fehler, dass es eigentlich hätte bis minus 7 da unten gehen müssen. Aber das schaffe ich nicht. Also irgendwie schafft mein Geometrieprogramm das nicht so weit nach unten zu zeichnen. Von links nach rechts passt es aber, denn x-Wert soll von minus 5 bis 8 gehen. Genauso hätte ich aber nur die Parabel hier bis zur Maus zeichnen müssen, also an die Stelle. Und auf der anderen Seite hätte ich es bloß bis ja, hier unten. Da hätte ich sogar noch weiter zeichnen müssen. Denn diese Parabel und diese Gerade hätte nur im Intervall von minus 4 bis 7 gezeichnet werden müssen. Das stand nämlich auch noch in der Angabe drin. So, Zeichnung fertig. Jetzt kommt schon die 1, 2. Da sind wir nämlich schon gerade. Ich habe schon mal die Formelsammlung mit angegeben. Man soll nämlich Rauten zeichnen. Und wenn man das schon hört, dann nimmt man einfach die Formelsammlung her und schaut, was bei der Raute so geschrieben steht. Das Problem ist nämlich nicht, dass wir jetzt am Anfang die Punkte a und c einzeichnen. Die sind relativ einfach. Die kann ich hier bei minus 1, hier a und hier c und bei 3,5, hier a und hier c sofort einzeichnen. Nur, wie komme ich auf die Rauten? Ich zeige das mal ein. Wie wir da drauf kommen, ist eigentlich nicht so schwierig, wenn man die Formelsammlung vor sich hat. Die Punkte a und c liegen gegenüber. Nur wo liegen die Punkte b und d? Ich weiß nur, dass die 5 Längeneinheiten lang ist, diese Strecke zwischen b und d. Was ich auch weiß, ist, dass es achsensymmetrisch ist. Hier und hier. Das heißt, diese Diagonale hier geht durch den Mittelpunkt. Ich kann also die Strecke ac zeichnen, davon den Mittelpunkt nehmen und dann 2,5 nach links und 2,5 nach rechts. So funktioniert es. Man kann diese Zeichnungen fast immer nur machen, wenn man die Eigenschaften auch wirklich kennt. Ich werde gleich noch merken, bei einer anderen Aufgabe, die jetzt dann gleich folgt, da braucht man die Eigenschaften noch dringender. Hier ist genau das Gleiche. Ich verbinde einfach A2 und C2, nehme den Mittelpunkt und dann 2,5 nach links, 2,5 nach rechts.
denn die Länge der Strecke AB, die ändert sich ja nicht. Und schon bin ich mit der Zeichnung fertig. Gut, diese Zeichnung habe ich mir zwar nochmal hier klein unten hingemacht, damit wir uns da weiter drüber Gedanken machen können. Zeigen Sie rechnerisch, dass für die Länge der Diagonalen A in C in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte A in gilt. Also auf gut Deutsch, wir sollen A in C n berechnen. Und die liegen doch wunderbar parallel, oder die Strecke liegt wunderbar parallel zur Y-Achse. Das heißt, wir können den Y-Wert von C minus den Y-Wert von A berechnen. Und die Koordinaten habe ich jetzt gleich mal mit hier oben hingeschrieben. Also zuerst den Y-Wert von C, den hier, minus den Y-Wert von A, den hier. Und das packe ich jetzt in meine A in C in abhängig von X Formel. Kann man gleich so hinschreiben, ist ja abhängig von X, weil X ein Vorkommen. Wichtig ist, wenn ich hier abziehe, da ist ein Minus, dass der hintere Teil geklammert wird, denn ich ziehe ja den kompletten Teil ab. Ja? Und jetzt muss ich Klammern auflösen, habe ich ein bisschen schneller hier gemacht. Aus Minus wird quasi Plus, aus Plus wird Minus. Hier und hier. Und dann kann ich zusammenfassen. Minus 0,5x minus 0,5x gibt minus x, also minus 1x. Minus 0, plus 0,25x² bleibt stehen. 5 minus 2,75 gibt plus 2,25. Eine Ein-Punkt-Aufgabe, die aber recht schön zu lösen ist, weil eben das Ganze parallel zur Y-Achse liegt. Bei solchen Aufgaben immer gleich gucken, kann ich irgendwie eine Länge der Strecke berechnen, weil sie schräg drin liegt, oder liegen sie parallel zu irgendeiner X- oder Y-Achse, dann kann man sich da deutlich leichter und schneller vorarbeiten. So, unter den Diagonalen hat die Diagonalenlänge die minimale Länge. Eigentlich müsste man jetzt hier schon mal kurz aufhören und innehalten. Die Diagonalenlänge haben wir nämlich oben und es ist hier nach der minimalen Länge gefragt. Machen wir das auch einfach mit der Scheitelform, denn diese Diagonalenlänge ist ja in Abhängigkeit von x und ist quadratisch. Und das heißt, dass diese Diagonale wieder auf einem Graphen dargestellt werden kann, der nach oben geöffnet ist und irgendwann gibt es einen minimalen Wert. So, und diesen minimalen Wert berechne ich eben, indem ich von dem hier, das was auch in der Teilaufgabe steht, nämlich von der Diagonalen, die minimale Strecke bestimme. A0, C0 ist 1,25 LE, das steht hier, ja, immer hinten, für x gleich 2, das steht vorne. Und jetzt können wir weiterlesen, man soll begründen, dass es unter den Rauten keine Raute mit 3 FE Flächeninhalt gibt. Naja, was passiert denn, wenn das quasi die kürzeste Strecke meiner Diagonalen ist, also die wird ja fast so lang ungefähr sein, dann gibt es natürlich auch den kleinsten Flächeninhalt, denn der Flächeninhalt von einer Raute ist ja ein halb mal e mal f. Ihr habt ja immer noch die Formelsammlung offen. Also ein halb mal die Diagonalen, ein halb mal 5 und dann eben noch diese Diagonale. Und wenn die 1,25 die kleinste ist, dann ist der kleinste Flächeninhalt 0,5 mal 5 mal 1,25 LE. Und das ist 3,125 FE. Also Vorsicht, hier LE, hier LE, hier FE. Ja, wenn ich einen Flächeninhalt berechne, zwei Längen ergibt ein FE, also Flächeninhalt. Und jetzt wird gefragt, begründen Sie, dass es keins gibt mit 3? Ja, ist ja auch klar, das ist das Minimum und drunter geht's nicht. Kein Flächeninhalt ist kleiner als 3,125 FE, also gibt es keinen Flächeninhalt mit 3 FE. Viele von euch hätten jetzt wahrscheinlich hier den Flächeninhalt in Abhängigkeit von X bestimmt. Das wäre auch gegangen, ja, aber ist aber viel umständlicher. Einfach noch kurz nachdenken und die Aufgabe ist eigentlich schon so gesteuert, dass man das über die Diagonalen begründen kann. Aufgabe 1,5. Die Rauten sind Quadrate. Das ist so eine typische Aufgabe, die immer wieder vorkommt. Wir haben hier Rauten und jetzt müssen wir uns überlegen, wann werden denn Rauten zum Quadrat? Auf der Seite 54 in der Formelsammlung, da steht ja Raute und Gott sei Dank unten auch noch das Quadrat. Und jetzt überlegen wir uns mal, was ist denn gleich und was ist nicht gleich? Also die Seiten sind bei Raute und Quadrat gleich. Winkel, okay, da haben wir hier überhaupt nichts gegeben, bis wir da irgendwo rankommen, das funktioniert nicht. Jetzt könnten wir höchstens noch schauen, was mit den Diagonalen ist. Der Unterschied ist, hier sind die Diagonalen nicht gleich lang. Aber im Quadrat sind die Diagonalen gleich lang. Und Mensch, die Diagonale haben wir doch schon. Die steht hier oben. 0,25x² minus x plus 2,25. Das ist die eine. Und die muss genauso groß sein wie die andere. Und dann ist es ein Quadrat. Das heißt, ACN muss gleich BNDN sein. Wunderbar, BNDN ist 5 und die andere habe ich. Also setze ich das gleich 5 und berechne dann die Koordinaten. Heißt, den 5er rüberbringen, gleich 0 setzen, dann in die x12-Formel einsetzen, beziehungsweise mit dem Taschenrechner das Ganze lösen. Und dann, ganz wichtig, ich brauche hier Punkte, die Punkte A3 und A4 bestimmen. Und das ist das Wichtige hier dran. Den Ansatz, klar, auf den kommt man nicht so leicht, aber einfach kurz nachdenken, was ist der Unterschied zwischen
Quadrat und Raute. Das wird immer wieder vorkommen. Wann ist irgendwie so ein Spezialfall? Und da muss ich einfach im Kopf haben, welche Eigenschaft hat denn ein Quadrat und eine Raute mehr? Ich empfehle euch, da mein Haus der Vierecke nochmal anzuschauen. Ich habe da mal ein Video gemacht vor ein, zwei Jahren, da wo genau erklärt wird, wo die Unterschiede liegen. Gut, dann kommen wir zur Aufgabe 1.6. Die ist sehr anspruchsvoll. Die Diagonalen der Rauten A und so weiter schneiden sich jeweils auf der X-Achse. Also die Diagonalen schneiden sich auf der X-Achse. Das ist jetzt hochkompliziert. Man muss sich vorstellen, wann ist der Diagonalenschnittpunkt auf der X-Achse? Jetzt nennen wir mal diesen Diagonalenschnittpunkt einfach M mit den Eigenschaften X und Y. Und wann ist, liegt der auf der wann liegt der auf der X-Achse, also wann schneidet er die? Wenn der Y-Wert gleich 0 ist. Das heißt, ich muss mir noch nur überlegen, wann ist der Mittelpunkt von diesen beiden Diagonalen gleich 0. Und beim Mittelpunkt, da kommt hoffentlich ein Signal, Seite 43. Die Mittelpunkt einer Strecke ist immer beide Koordinaten zusammengezählt durch 2. Also die X-Koordinaten zusammengezählt und die Y-Koordinaten zusammengezählt. Da muss man jetzt halt draufkommen. Man muss erstmal andenken, was passiert überhaupt? Wie nennt man diesen diagonalen Schnittpunkt vielleicht? Oder wie könnte ich den berechnen? Und dann komme ich eben vielleicht auf den Mittelpunkt. Mittelpunkt natürlich hier, weil es achsensymmetrisch ist. Ja? Und jetzt kann ich quasi den Mittelpunkt in Abhängigkeit von x berechnen. So schaut es nämlich aus, wenn ich das dann da oben richtig die Klammer auflöse und zusammenfasse. Und dieser y-Wert von meinem Mittelpunkt, der muss 0 sein. Das ist wieder eine x1-2-Formel. Und dann bin ich schon fertig. Was ich jetzt hier vergessen habe, ist die Y-Werte zu bestimmen. Die müsst ihr dann nachträglich dann bitte noch machen. Da kommen natürlich Punkte raus, weil ich soll ja die Punkte A5 und A6 bestimmen. Ich habe hier auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Eigentlich kommt hier minus 0,125 und hier 3,875 raus. Wenn ich diese Zahlen jetzt so beibehalte, kommen leicht veränderte x1 und x2 raus. Es wird aber beides gelten. Ja? Es steht in der Aufgabe dran, man soll auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Deswegen würde ich das obere präferieren. Aber wenn manche gesagt haben, Mensch, drei Stellen, das lasse ich kurz noch stehen bis zum Endergebnis, dann wäre das auch in Ordnung. Also ihr seht bei solchen Abschlussprüfungsaufgaben, es ist immer der Ansatz entscheidend und es ist fast immer, wenn man irgendeine Koordinate oder einen x-Wert zu berechnen hat, irgendwas gleichzusetzen. Und da muss man halt mit den Formeln hantieren, die man kennt.